Die deutschen Autobauer wissen, ohne den chinesischen Kunden sehen sie bald alt aus. Zuwachsraten im zweistelligen Bereich sind auf keinem anderen Markt aktuell möglich. Und da kommt die größte chinesische Automesse, die AutoChina, gerade richtig, um Werbung für die eigenen Produkte zu machen. Audi hat eine lange Tradition in China und präsentiert dieses Jahr die Studie des Audi TT Offroad Concept. Wir checken jetzt momentan erstmal, wie die Reaktion des Publikums ist, der Kunden, werden das Kliniken und werden dann entscheiden, ob dieses Fahrzeug in Serie geht. Wenn wir es entscheiden, dann werden wir sicher so 2,5 Jahre brauchen, um es umzusetzen. Aber die Reaktion heute, die war schon sehr positiv. Die Verkaufszahlen im Pkw-Bereich stagnieren weltweit, aber die Nachfrage bei den SUVs ist weiter ungebrochen. Die neue Studie trägt die Formensprache des Audi TT, ist aber ein viertüriges SUV-Coupé. Mit dem Audi TT Offroad Concept geben die Ingolstädter einen Ausblick, wie ein zukünftiges SUV aussehen könnte. Die Abmessungen ähneln dem heutigen Kompakt-SUV Audi Q3, nur in der Höhe ist der neue 8 cm flacher. Und als Plug-in-Hybrid trägt er auch direkt zu sauberer Luft bei, und das nicht nur außen. Ja, es ist so, dass wir hier in speziell in China, aber auch weltweit halt mit sehr intensiven Filteranlagen fahren, um uns einfach Feinstaub und Schmutz aus dem Auto halt oder erst gar nicht ins Auto reinzulassen. Und das spielt gerade hier in Beijing eine sehr große Rolle, wo doch halt die Luftverschmutzung fast sichtbar ist und damit halt es für den Kunden ein Erlebnis ist oder eine Erholung, fast sich in ein sauberes Auto reinzusetzen und dann doch relativ frische Luft zu atmen. Der Plug-in-Hybrid-Antrieb liefert 408 PS Systemleistung und beschleunigt in 5,2 Sekunden von 0 auf 100 km/h. Sein Verbrauch beträgt lediglich 1,9 Liter Kraftstoff pro 100 Kilometer. Der Innenraum erinnert stark an den des Audi TT, beinhaltet aber auch Elemente aus der Q-Reihe. Bleibt nur zu hoffen, dass Audi möglichst bald mit der Serienentwicklung beginnt.